Wollen Sie jetzt eher kein Risiko haben und keinen Aufwand, dann ist halt möglicherweise der Verkauf auch wieder interessant. Hallo und herzlich willkommen bei Heil Immobilien. Ich bin Jörg Heil und in der Immobilienbranche aus Begeisterung. Heute sind wir im Digital Hub in Reutlingen. Das ist ein neuer Coworking Space. Also wenn Sie das Thema Coworking interessiert, schauen Sie mal rein, Digital Hub im Internet in Reutlingen. Ja. Und heute geht es um das Thema bei uns, um Erbengemeinschaften. Das Wichtigste kommt natürlich wieder ganz zum Schluss. Das heißt, bleiben Sie dran bis zum Schluss und dann werden Sie das Spannendste erfahren. Wir sind spezialisiert auf das Thema Erbengemeinschaften, weil häufig bekommen wir einfach die Fragen von unseren Kunden, was tun mit dem geerbten Haus? Was soll man machen? Wir haben möglicherweise auch eine Erbengemeinschaft oder wir sind auch ein Einzelerbe, je nachdem. Was tut man damit? Ja? Und soll man es vermieten oder vielleicht doch einfach verkaufen? Und weil beim Vermieten hat man ja regelmäßige Mieteinnahmen. Und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, ganz viele Unsicherheiten, die doch da vorhanden sind. Und was ich Ihnen einfach empfehlen kann, ist die Frage, sich folgende Fragen mal zu stellen, weil es kommt auf folgende Faktoren auch an, und zwar auf die Lage, auf den Zustand, auf das Baujahr und natürlich auch auf noch kommende Investitionen in den nächsten Jahren. Und natürlich auch auf die eigenen Wünsche. Wollen Sie jetzt eher kein Risiko haben und keinen Aufwand, dann ist halt möglicherweise der Verkauf auch wieder interessant, weil beim Vermieten hat man ja immer ein Risiko und natürlich auch einen Aufwand. Man muss einfach hinterher sein. Was machen Sie, wenn der Mieter am Sonntag anruft und sagt, ja hier, ich habe einen Wasserrohrbruch oder irgendwo es tropft von der Decke. Was machen Sie denn da? Ja? Sie haben natürlich auch gewisse Einnahmen, also laufende Einnahmen bei dem Haus oder bei der Wohnung, wenn Sie die vermieten. Aber es ist die Frage, ist es wirklich ein passives Einkommen, bei dem man dann gar nichts mehr tun muss und sich zurücklehnen kann? Meine Antwort darauf ist ein ganz klares Nein, weil man muss sich immer um eine Immobilie kümmern. Und man hat einen Mieterwechsel, die alten Mieter waren ein paar Jahre drin, der Zustand, man muss wieder renovieren, es sind möglicherweise irgendwelche Schäden da, man muss sich mit den Mietern rumärgern, ja, war der Schaden jetzt vorher schon da oder war er nicht da, gibt es viele rechtliche Sachen. Was steht denn im Übergabenprotokoll drin? Wurde das alles sauber dokumentiert, dass man da überhaupt die Möglichkeit hat, so einen Schaden dann auch geltend zu machen? Das heißt, Sie haben schon auch einfach viel Arbeit, viel Herausforderungen. Und für jemanden, der nichts zu tun hat und einfach das gerne macht, der kann darin möglicherweise aufgehen. Ja. Aber gerade auf solche Fragestellungen, besser verkaufen oder vermieten, sind wir einfach spezialisiert. Wir haben schon sehr, sehr viele Erbfälle betreut, wo einfach das Haus dann einfach zur Disposition stand und wo man einfach die Erben gefragt haben, was machen wir damit? Ja? Sie können da von unserer langjährigen Erfahrung profitieren, denn es gibt sehr, sehr vieles zu beachten. Und selbst wenn Sie 90% als Laie irgendwo sich anlesen können oder wissen, fehlen Ihnen immer noch 10%, um wirklich alles richtig zu machen, um das richtig perfekt zu machen. Ja. Und deswegen, gerade beim Thema Verkaufen oder Vermieten, wenn es solche Fragen gibt, bieten wir Ihnen unser kostenloses Strategiegespräch an, um herauszufinden, ob es für Sie sinnvoll ist, zu verkaufen oder zu vermieten. Ja. Und das Schöne daran, das Beste daran ist das, Sie sind hinterher garantiert schlauer. Sie werden auf jeden Fall einige wichtige Informationen mitgenommen haben und tragen Sie sich doch einfach gleich ein hier. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung oder rufen Sie an. Wir sind auch Samstag und Sonntag zu erreichen. Machen Sie es einfach, kommen Sie ins Handeln. Nicht ewig lang überlegen, sondern einfach sich beraten lassen und dann können Sie entscheiden. Ja, was sind Ihre Erfahrungen
Wie sind Sie zum Beispiel auch bei so einer Entscheidung schon mal vorgegangen? Wie haben Sie das für sich abgewägt, was für Sie sinnvoller ist, verkaufen oder vermieten? Schreiben Sie es in die Kommentare rein. Dann schauen wir uns das gerne an und wir sind neugierig auf Ihre Antworten. Wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, lassen Sie uns ein Like da, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal.